Sonnenbrille, Zopf und stets schwarz-weiß gekleidet. Karl Lagerfeld, Künstler und Kunstwerk zugleich. Das Kunstmuseum Moritzburg zeigt in einer Retrospektive etwa 400 Fotografien von Lagerfeld, darunter viele großformatige Werke, die eigens für diese Ausstellung hergestellt wurden. Das Besondere ist nicht nur, dass wir die Fotografie zeigen, sondern wie wir sie zeigen. Es ist eine wirklich große Inszenierung, die auf den Körper der Moritzburg maßgeschneidert ist. Maßgeschneidertes findet sich auf Lagerfelds Fotos reichlich, neben vielen bekannten Gesichtern, etwa seine Musen Claudia Schiffer und Brad Krönig. Dazwischen immer wieder Selbstporträts, darunter diese Hommage an den Maler Edward Hopper, die einem Gemälde gleicht. Ob Porträts, Architektur, Landschaften, Lagerfeld setzte viele seiner Leidenschaften auch in Bilder um. Lagerfelds Fotografie ist völlig unkonventionell. Es gibt keine Wiederholung. Er wachte am Morgen auf, hatte eine Idee, realisierte sie mit verschiedenen Kameras und mit verschiedenem Licht. Die Fotos wurden ausgearbeitet, am Abend war es fertig. Am nächsten Morgen war die nächste Idee da. So zitierte er auch seinen Lieblingsmaler Lionel Feininger. Bis Ende August treffen in Halle Lagerfelds Fotos und Feiningers Gemälde aufeinander.